steht bei Lügen, Zensur, Verbote. Das hat mich wirklich sprachlos hier gemacht. Die Kommentare überlasse ich euch. Schaut euch das nochmal an. Könnt ihr gerne kommentieren. Ich lasse es mal einfach so im Raum stehen. Hier kommt gar nichts mehr durch. Hier laufen einige zum Brandenburger Tor. Dort versammeln sie sich anscheinend. Alles dicht gemacht. Hier gibt es kein Vorbeikommen. Hier geht es am Potsdamer Platz weiter. Wir laufen jetzt einfach mal bis zum Brandenburger Tor und schauen uns das Ganze an. Sprüche sind ganz interessant. Was steht hier? Ideologie macht nicht satt. Es reicht, genug ist genug. Hier wird der Hunger abgedeckt. Hier gibt es absolut gar kein Durchkommen. Heftig. Alles zu. Hier gibt es gar kein Durchkommen. Wollt ihr was sagen? Wie bitte? Nee, Grüße zum Niederrhein, du weißt ich. Nein, was soll man sagen? Das ist mehr wie berechtigt, dass wir hier sind. Mehr wie berechtigt, absolut. Darf ich das mit reinschneiden ins Video? Ja. Danke. Klar kannst du das reinschreiben, deswegen sind wir hier. Ja, sehr gut. Viel Erfolg. Hier durch. Komplett dicht gemacht. Das ist schon monströs, ey. Geht Richtung Zoologischen Garten weiter. Einfach alles dicht gemacht. Also Respekt, dass so viele sich zusammengetan haben. Mega laut. Respekt, so viele haben sich zusammengetan. Wirklich größten Respekt. Das ist monströs.
einfach alles, alles komplett dicht gemacht. Demokratie, Herrschaft des Volkes. Wir sind das Volk. Wahre Worte. Ohne uns läuft nichts. Die Polizei versucht mit Mühe und Not hier vorbeizukommen. Hier bereitet sich ein Kamerateam für die Aufnahmen vor. Jetzt gehen wir zum Brandenburger Tor rüber. Können die nicht machen, was wir wollen? Gehört? So. Jetzt laufen wir zum Brandenburger Tor. Oh, es ist schon heftig laut, ne? Also ich glaube, die stehen irgendwo hinten an der Siegessäule und man hört die bis hierhin. Jetzt sind wir hier am Brandenburger Tor. Es ist mega voll. Wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen, um schöne Aufnahmen zu machen. Hier werden auch einige Fotos gemacht. Extrem voll. Aus sämtlichen Städten sind sie bis hier gekommen. Hier aus Bonn, Rhein. Landesbauernverband Baden-Württemberg. Zu ihren Laden einkommen und erklären, wie furchtbar sie das finden, dass wir uns ganz gleich schaffen. Missmanagement der Regierung kann die arbeitende Bevölkerung nicht kompensieren. Was für Danke. 35 Stunden, was? 3 Uhr.
fahren. Nochmal hier eine Aufnahme aus der Seite. Das da oben mit dem Hubschrauber. Wir dürfen jetzt doch Süßes verteilt. Vielen Dank. Hier wird verteilt was Süßes und Erdbeermilch und Schokoladenmilch. Top. Sehr gut organisiert. Die Absperrung hier. Ha, mit dem Stiefel da vorne, richtig gut. Wichtiger sind die LKWs, die Traktoren hier mit den Sprüchen. Thank you.
sieht hier, die haben die Nacht hier geschlafen. Die wollen auf jeden Fall was bewirken. Voll dabei. Schön aufwärmen. Wärmen wir uns hier ein bisschen mit auf. Danke. Wie? Das ist eine Kamera. Das hat einen breiten Winkel. Mit einer Massage hier. Funken wir uns hier mit dran. Und vielleicht soll die Regierung das mal ernst nehmen, unser Anliegen. Es geht um nicht mehr wie unsere Zukunft. Ich bin jetzt 24, ich bin jetzt im Trium Techniker fertig geworden. Ich wollte eigentlich nicht in 5 Jahren nochmal ein neuer Beruf lernen, weil man die Landwirtschaft zugrunde reguliert hat. Und genau deshalb bin ich heute hier. Dankeschön. Dann eine schöne vieljährige Kultur. Okay. Jawohl, danke. Alles Gute. Ja. Danke. Ja, und der Andreas Achtet. Sieht interessant aus. Also von hinten sieht es mega gefährlich aus. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Aber schauen wir uns das Ganze von vorne an. Oh, oh. Nochmal aufnehmen hier. Es hat mich wirklich sprachlos hier gemacht. Die Kommentare überlasse ich euch. Schaut euch das nochmal an. Könnt ihr gerne kommentieren. Ich lasse es mal einfach so im Raum stehen. Ja, genau. Also, du schaffst nicht, dann machen wir irgendwas.
Deshalb fotografiert er noch. Boah, das ist hardcore. Ich verstehe gar nicht, wofür sowas eingesetzt wird. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Was, da schläft jemand? Ja, steht da drinnen. Aha. Er schläft bestimmt. Also das muss man nicht verstehen, warum sowas eingesetzt wird hier. Naja, vielleicht sind wir ja nicht artig, ne? Der Trecker schieben bestimmt nicht mit weg. Nee, das schaffen die nicht. Oder? Das ist jetzt fett. Trecker. Ich mal mit dem Trecker weggeschoben? Guten Tag. Bitte? Guten Tag. Ich mal da mit dem Trecker weggeschoben? Damit kriegt man alles. Wie ist das eigentlich? Kann man mal hingucken? Sind wir Flatfass da drin? Das Video kann ich mit reinschneiden, ne? Ist ja alles öffentlich, ist ja eine Demo. Jetzt sag ich nichts mehr. Ich, na, danke, hättest du später fragen können? Ich bin weg, jetzt könnt ihr weiterreden. Nee, warte mal, wo lebst du hoch? Auf meinem Kanal. Der eigentlich mache ich Motorradvideos. Ja? Oh, jetzt wurde uns Zugang gewährt. Man darf wohl reingucken, wie es von innen aussieht. Wie bitte? Nicht die Kamera reinschränken, hat er gesagt. Ohne Kamera? Nicht die Kamera reinschauen. Ach so. Okay. Also die Kamera darf nicht rein, aber ich darf rein.
Danke. Anfahren. Richtig gut. Millimeter hier. Millimeterarbeit hier. Ja, ne? Wirklich. Okay. Wo bist du? Ach so. Ich mache Twitch, YouTube. Ach so. Über Handy oder? Nee, ist eine GoPro. Naja, mein ja. Aufnehmen und dann später hochladen. Ach so. Naja. Ja, die hängt auch noch im Kofferraum. Was machst du? Das ist gerade TikTok. Ach so, live? Ja. Sag mal, nee. Hallo. Guck da mal. Ey. Hup! Weil jetzt ist ja gerade so viel los, dass wir uns zusammenreißen. Ah, jetzt! Geht gern an! Ja? Macht sie gut! Millimeterarbeit hier. Ich heiße Elvis bei TikTok. Elvis. Aber gibt ja so viele von Zeichnen. Ah ja. Es sind aktuell 99 online, ne? Keine Ahnung, ja. Mhm. Das da. Sieht man da oben rechts genau. Das ist das erste Mal. Wo kriegen wir Bier? Kannst du mit dazu was schreiben? Klar, oder? Nö. Nee, irgendwie nicht. Nicht drin schreiben. Aha. Das Lachen, ey, auf zu meckern, Alten. Kumpel ist von mir hier. Gibt es hier irgendwo Getränke-Dingsbums, irgendwas? Also ist sogar kostenlos, dass sie hier Milch verteilen mit nee, Schokolade. Nee, ansonsten musst du dich mal umschauen. Ich muss eh erstmal pinkeln. Ich mach mal kurz Pause. Ich bin ja. Ja, einfach am Baum. Da musst du oben wieder erklären. Oh, die Hupen, ey. Sensationell. Ja.
hat ja komische Farben im Gesicht hier. Lügen, Schulden, Krieg. Uiuiui. Muss man wahrscheinlich weiterlesen, ne? So, was steht bei Lügen? Zensur, Verbote. Was steht für die, was war das? Für die SPD, gell? Was für die SPD? Das ist schon eher für die FDP und das ist schon eher für die Grünen, ne? Aber aha, insgesamt haben wir alle die Scheißagenda. Alles klar. Schneid dich mit rein, ne? Danke. Hupe funktioniert! Fängt es an zu schneiden. Ja, wir verteilen jetzt hier. 7000 Knacker. 7000 Brezel sollte es eigentlich sein, aber ich war heute Morgen bei der Metro und dann habe ich gesehen, dass ich jetzt noch mal.
sehr, sehr platziert. Du gehst arbeiten, der Staat nimmt dir 50% weg. Das muss man sich reinziehen. 50%. Du gehst einkaufen, der Staat nimmt dir 19% weg. Du gehst tanken, der Staat nimmt dir 70% weg. Das ist, also da fehlen die Worte wirklich. Das ist echt extrem. Wenn du fragst, warum du so, wenn du fragst, warum du so wenig Geld hast, ist plötzlich der Russe schuld. Eieiei. Jetzt geht's weiter. Musste den Akku austauschen. Und jetzt habe ich in der Zeit hier was sehr Interessantes für mich entdeckt. Oh yeah. Hammer. Das ist ja eigentlich mein Kanal, mein Hobby. Aufnahmen mit dem Motorrad eigentlich, aber heute passt es. Tagesaktuelles Thema und ich wollte auch meinen Beitrag leisten. Und das mache ich hier mit. Schlange. Muss auch mal sein. Das sieht auch lustig aus hier. Oh ja, das hier ist auch lustig. Sehr gut. Hier hat man in der Nacht anscheinend noch ein bisschen Spielchen gespielt. Eine kleine Spielereien hier. Genau, das kommt noch dazu. Wir werden auch das Handwerk noch machen. Hey, die Musik, das ist sensationell hier. We'll be right back.
weil es so schön war, nochmal hier die Aufnahme. Von hier mal Rizzi, oder? Nee, mach ein Foto von dem allgemeinen Laden, die auch runter stehen. Von den drei Nichtsnutzer. Lauter in die Kamera nochmal. Man sieht dich nicht. Nee, war. Also ich werde komplett alles einschneiden. Alle, wenn ich aber gesehen, dann macht alles. Echt? Ja, schau dir meinen Kanal an. Wir sind ein paar Stunden online. Mach ansteckend hier. CNN Türk ist auch dabei. Kolay gelsin. Kardeşim Türk müsün ya? Türk'üm evet. Çiftçi misin? Yok çiftçi değilim. Ben de öyle çekim yapmaya geldim. Normalde benim kanalım var. Motor videoları yapıyorum. Motorsiklet. He. Dedim bugün ayrı bir şey olsun. İyi yaptın. Aynen. Tamam. Çiftçi olsan çok iyi olacak. He. Çiftçi arıyorum. Dilden dolayı değil mi? Siz biraz zor bulursunuz. Yok değil mi? Çiftçi yoksa. Zor. Zor. Zaten hepsi gelen Berlin dışından geliyorlar. Yani Türklerde biraz daha şeyli oldu işte. Ekonomi Bakanı. Hayır ya başbakan. Başbakan, Ekonomi Bakanı dışında. Diğerleri bilmiyorum açıkçası. Habeck, Görbek. Evet, aha, aynen. Nachrichten gestoßen, sie in den Türk. Fotoğraf çekildi, resmi çekti ve sürekli olarak bir yoğun ilgini gördüğü bir protesto olarak karşımıza çıkıyor. Hemen ilerleyelim Bilal'le birlikte. Buradaki yoğunluğu gösterelim. Konnte man noch sich ein bisschen bewegen, ein bisschen rumlaufen, aber jetzt ist alles komplett dicht. Das ist ja richtig rappevoll hier. Wahrscheinlich wird gleich eine Rede gehalten. Die Leute warten drauf. Papa! Darf ich mit reinschneiden, ja? Alles gut. Winke, winke! Sehr gut. Dankeschön! Ja. Vielen Dank! Oben ausfahren! Alle auf.
andere nicht überlegen. Ja, ziehen wir uns auch jetzt. So, mein Akku ist jetzt leer, die GoPro hat sich verabschiedet, deswegen mache ich hier mit dem Handy kurz weiter. Vorhin standen diese Traktoren nicht am Potsdamer Platz, das seht ihr am Anfang des Videos. Und jetzt zum Ende des Videos stehen hier sämtliche Traktoren aus verschiedenen Städten. Sie möchten etwas bewirken, sie demonstrieren gegen etwas und wenn man demonstriert, heißt es, man möchte was erreichen, man möchte was bewirken. Und ich hoffe, sie kriegen auch das, was sie möchten, das, was sie verlangen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. So, jetzt an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.